Hallo und herzlich willkommen auf nerelder.de. Wir wollen uns nun einige weitere vollständige Induktionen anschauen. Und zwar diesmal geht es um die Ableitung. Das heißt, wir induzieren, machen eine Induktion nach der endenden Ableitung. Das heißt, die Aufgabe, die hier steht, heißt, wir haben eine Funktion f von x, nämlich grad e hoch x minus t ins Quadrat. Wir wollen nun zeigen, dass gerade die endende Ableitung dieser Funktion der Form entspricht 2 hoch n e hoch 2x minus 2t e hoch x. Nun, wir werden sicherlich brauchen, dass wir hier dieses Quadrat ausmultiplizieren. Das heißt, das können wir vorhin im Voraus schon mal tun. E hoch x ins Quadrat ist gerade e hoch 2x nach dritter Potenz gesetzt. Dann minus 2ab, also minus 2 mal e hoch xt. Ich schreibe es gleich um. T e hoch x. Minus t Quadrat, also in jedem Fall plus t Quadrat, zweite binomische Formel. So, nun können wir in das Anfang starten. N gleich 1. Das heißt, wenn wir uns hier schauen, f nth Ableitung. Das heißt, der innerste Anfang bedeutet bei uns die erste Ableitung. Das heißt, wir leiten einfach diese Funktion, die wir hier oben haben, ab. Deswegen haben wir hier auch ausmultipliziert. So, e hoch 2x abgeleitet ist gerade 2 e hoch 2x. Ja, e hoch 2x bleibt erhalten. Aus der Kettenregel kommt die 2 nach vorne. Dann minus 2t e hoch x bleibt gleich. Weil ja e hoch x abgeleitet, e hoch x bleibt und der Vorfaktor bleibt erhalten, plus t Quadrat, da kommt kein x drin vor, das heißt, es fällt weg. Das ist eine Konstante. Nun schauen wir, ob das mit dem hier übereinstimmt, was hier steht. Das ist gerade 2 hoch n, ist gerade 2 hoch 1 e hoch 2x minus 2t e hoch x. Ganz genau, also stimmt es. Schauen wir uns den Induktionsschritt an. Das heißt, wir wollen zeigen, dass für ein beliebiges, aber festes n gerade die nte Ableitung eben so dargestellt wird, wie wir es eben hier oben auch geschrieben haben. 2 hoch n e hoch 2x minus 2t e hoch x. Nun, wenn wir das mal annehmen, dann ist unsere Aufgabe zu zeigen, dass es auch für n plus 1 gilt. Das heißt, die n plus 1 der Ableitung würde dann heißen 2 hoch n plus 1 e hoch 2x. Also jetzt aufpassen, nicht das x mit x plus 1 ersetzen, sondern nur dort, wo n steht, ersetzen. Minus 2t e hoch x. Hier hinten tut sich gar nichts, weil wir kein n drin haben. Nun müssen wir also zeigen, dass die n plus 1 der Ableitung so aussieht. Nun, was ist die n plus 1 der Ableitung? Das ist gerade die Ableitung der n-Ableitung. Ja, einmal weiter abgeleitet. Das heißt, wir leiten einfach mal für den Beweis die n-te Ableitung, die wir gegeben haben durch die Induktionsannahme, und nehmen also an, dass es gilt, leiten wir mal die ab. Das heißt, wir leiten einfach mal diese Funktion ab. Das heißt, 2 hoch n e hoch 2x minus 2t e hoch x abgeleitet. Nun schauen wir uns an. 2 hoch n e hoch 2x, 2 hoch n ist ein Vorfaktor, ein konstanter Vorfaktor. 2 e hoch 2x abgeleitet ist 2 mal e hoch 2x. Das heißt, das abgeleitet entspricht gerade 2 hoch n mal 2 e hoch 2x. Nächstes, minus 2t e hoch x abgeleitet, bleibt 2t e hoch x. Und nun ist es nicht mehr schwer. Wir können das hier 2 hoch n mal 2 oder 2 hoch 1 zusammenfassen in 2 hoch n plus 1 e hoch 2x minus 2t e hoch x. Und das entspricht gerade dem, was wir hier in der Induktionsbehauptung behauptet haben. Das heißt, wir können also tatsächlich davon ausgehen, dass die nte Ableitung dieser Funktion gerade diese Form hat. Schaut mal auf www.nerelder.de vorbei, da werdet ihr weitere Aufgaben zu verschiedenen Situationen finden, auch zu dem Punkt Ableitungen. Danke.